Ho, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne Quengelosaurus nennen, wenn ihr das möchtet. Tja, und mit diesem Let's Play komme ich endlich zur Einlösung eines lange gegebenen Versprechens, nämlich, dass ich genau dieses Spiel einmal Let's Playen werde. Das wollte ich eigentlich schon vor längerer Zeit tun, schon vor 2 Monaten oder so. Es hat mich immer wieder was aufgehalten, vor allem die Technik war es meistens. Und jetzt komme ich endlich dazu und ich hoffe, es wird toll. Ich weiß noch nicht ganz genau, was mich erwartet. Ich habe etwa 1 Stunde von diesem Spiel schon gespielt, und zwar gestern Abend. Da wollte ich euch die Aufnahmen nämlich schon mal machen und dann ging alles schief, weil die Auflösung nicht gestimmt hat. Jetzt sollte alles richtig sein und ich hoffe, wir haben viel Spaß. Das heißt, ich werde so die 1. Stunde vielleicht vom Spiel, das bedeutet so 2, 3 Folgen, na, vielleicht auch, ja doch, 3 Folgen werden es schon werden. Die werde ich so in etwa wissen, was zu tun ist, und danach freue ich mich über Hilfe und Hinweise jeglicher Art. So, das Spiel ist das erste Zelda-Spiel auf der Wii gewesen, ist inzwischen also schon etwas veraltet. Ich denke aber, es wird sich immer noch... Oh, ich muss hier runter, Moment, muss ich... Ah, so lösche ich. Finde aber, es macht sich immer noch ganz gut. Es sieht grafisch immer noch okay aus. Natürlich, es hält nicht mehr mit den ganz aktuellen Titeln mit. Allerdings muss man ja auch fairerweise sagen, die Wii war noch nie so die Grafikhure unter den Konsolen, sondern hat eher durch Gameplay, Storytelling und Atmosphäre im Allgemeinen gepunktet. Obwohl ich doch schon finde, dass dieses Spiel sehr, sehr schön aussieht. Sehr merkwürdig, ich habe es nie zu Ende gespielt oder ich habe es nie weitergespielt. Ich habe mir das irgendwann mal zur Weihnachtszeit gekauft oder habe es vielleicht sogar geschenkt bekommen für die Wii, für die Wii, und habe es dann aber nicht wirklich lange gespielt, sondern auch nur damals so 20 Minuten, weil ich die Steuerung ganz, 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 ganz furchtbar fand. Und das liegt daran, ich spiele ja hier mit dieser Nunchuck-Remote-Verbindung, Ziele also auf dem Bildschirm und zu steuern, und das hat einen ganz, ganz starken Input-Lag. Also, wenn ich das jetzt so hin und her bewege, ist mein Controller immer gerade auf der anderen Seite als das Fadenkreuz, und daran muss man sich erst sehr gewöhnen. Ich denke, jetzt sollte ich aber nicht zu kritisch anfangen, sondern ich hoffe, es wird ganz toll. Denn das Spiel hat ja einem guten Freund, dem Avanor, zufolge zwar einen durchwachsenen Ruf. Das heißt, manche lieben es, manche hassen es, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich ein Zelda-Spiel. Und was kann man da schon mit falsch machen? So, Epona darf Epona bleiben. Die Bildeinstellungen stimmen auch und wir fangen mal an. Am Abend werde ich immer ein wenig sentimental. Du nicht? Man sagt, um diese Stunde treffen das Diesseits und die andere Welt aufeinander. Und um diese Zeit kommen die Geister zu Besuch, die sich noch nicht von dieser Welt lösen können. Deshalb macht mich das Abendrot so sentimental. Und manchmal auch ein wenig traurig. Ach übrigens, Q-Rex. Übermorgen soll ich im Auftrag des Bürgermeisters nach Hyrule reisen, um am königlichen Hofe etwas abzuliefern. Aber es wäre mir lieber, wenn du an meiner Stelle reisen könntest. Würdest du das für mich tun? Du warst doch noch nie in Hyrule, oder? Das Schloss von Hyrule ist riesig. Es ist umgeben von einer Stadt viel größer als unser Dorf. Und die Welt, die unsere Göttinnen erschaffen haben, ist noch so viel größer als das. Du solltest sie dir unbedingt mit eigenen Augen ansehen. Aber es wird spät. Wir sollten langsam ins Dorf zurückkehren. Und wegen deiner Reise, ich werde alles mit dem Bürgermeister besprechen. Link hat zwar nicht Ja gesagt, aber er kann ja auch gar nicht reden und deswegen hat er wohl keine wirkliche Entscheidungsmacht. Sieht, finde ich, schon sehr schön aus da, so harmonisch. Und dieses ganze Setting und die Musik, das ist schon typisch Zelda. Bisschen wie in Ocarina of Time auch und gefällt mir richtig schön. Richtig gut. Epona haben wir schon dabei. Ist offenbar unser Lastpferd.
noch schnell die Tür zu oder aufgemacht, das weiß ich nicht. Ich glaube zu. Ja, schön alles abgesichert, damit die Kinder leider nicht reingehen. Ist ja bestimmt zu gefährlich. Ich finde das Modell von Link in diesem Spiel sehr, sehr, sehr schön. Also er sieht wirklich sehr gut aus. Finde ich toll gelungen. Auch die anderen Modelle sind im Vergleich zu anderen Zelda-Spielen wieder etwas normaler geworden. Gerade in Wind Waker waren die Modelle ja sehr comicartig. Das hat mir auch gar nicht so gut gefallen. Aber hier, ihr seht, sind sie wieder etwas standardisiert. Sehen gut aus. So, das ist offenbar nicht mein Onkel gewesen, sondern hatte eine andere Familie. Ich glaube, das ist der Chef vom Link, aber ich kenne das Verhältnis noch nicht so ganz genau. Hallo, wer bist du? Hallo. Komm doch zu Besuch, klingel doch mal. Also die hat, der die das hat, gerade Epona mitgenommen. Das finde ich gar nicht mal so cool. Mein Pferd. Mein Pferd. Hey, Q-Rex, bist du da? Was? Sorry, ich bin gerade halbnackt. Du musst mir helfen, die Ziegen zusammenzutreiben. In letzter Zeit wollen sie einfach nicht auf mich hören. Okay. Na gut, warte, ich zieh mir eine Hose an. Ach, Mann, war gerade so schön. Moment mal. Aber wo ist Epona? Oh nein, Epona ist entflohen und geflüchtet. Dann weiß ich wohl, was ich als nächstes zu tun habe. Erstmal rede ich mit dir. Also ihr seht, ich kann hier schon so ein bisschen anvisieren. Ich kann so ein paar grundsätzliche Moves schon. Ich weiß schon, wie das geht. Allerdings fehlt mir da noch so einiges. Also ich habe das, wie gesagt, erst eine Stunde gespielt. Also gut, hol Epona und komm dann wieder hierher. Alles klar, mache ich. Oh, das will ich haben. Ein Eichhörnchen. Oh, vielleicht Reifenhörnchen. Auf jeden Fall sieht's lecker aus. So, dann wollen wir erstmal zu Epona gehen. Die ist natürlich hier reingefleucht mit dem Mädchen. Ich hab's ja eben schon verraten, dass es ein Mädchen war. Sah man ja auch an der Figur ein bisschen, dass sie gerade mitgenommen hat. Und, ich kann hier schon ein paar Steinchen anheben. Link ist sehr, sehr stark, wie ihr seht. Also wer von euch so einen riesen Felsbrocken einfach mal so hochheben kann, der sollte am besten wresteln. Batsch! Alles klar. Den Kleinen nehmen wir auch. Ein bisschen Geld, das mag ich doch gern. So, nehmen wir mit. Okay, das Loch sieht so ein bisschen aus, als wäre Epona dadurch geflüchtet. Hier passt ein Pferd doch prima durch. Die ist bestimmt durchgaloppiert. Jetzt darf ich nur nicht zu schnell gehen, weil ich sonst vielleicht mit meinem Kopf in ihrem Po stecken bleibe, wenn sie irgendwo hier stehen geblieben ist. So, abbiegen bitte. Alles klar. So. Ja, es ist halt Wii-Grafik. Ich finde allerdings schon eines der schönsten Spiele, die bis jetzt auf der, oder überhaupt auf der Wii erschienen sind. So viele neue werden es wohl nicht mehr werden. So grafisch, wobei ich Skyward Sword, das werde ich ja auch noch Let's Playen, und zwar nach diesem Let's Play, noch nicht gesehen habe, noch gar nicht. Und da steht Epona auch schon. Wer bist du denn? Hallo? Ihr hört Eponas Thema im Hintergrund, auch seit Ocarina of Time. Ah, Q-Rex. Schau, ich habe Epona für dich fein gemacht. Ach, danke schön, du bist ja nett, du bist ja gar kein Pferdedieb. Hängen muss ich dich trotzdem. Und er freut sich. Offenbar ist das seine Kleine, obwohl sie 5 Jahre jünger ist, wie sie aussieht. Na gut, dann reden wir doch mal mit ihr. Junk. Epona ist so ein schönes Pferd. Und schöne Pferde brauchen gute Pflege. Übrigens, Q-Rex, ich habe da eine Bitte an dich. Kannst du nicht auf einem Grashalm die Melodie spielen, die Epona so gerne mag? Ja klar, mach ich. Das Lied vom Tod, das mag die gerne. Immer wenn sie über kleine Kinder trampelt, die sie einfach so mitnehmen. So, also sie ist eine Pferdenerin. Das Gras ist hier gemeint. Und Eponas Melodie, das kennt ihr sicherlich schon. Und wenn wir das spielen, kommt Epona sofort hergeritten. Wir hätten jetzt auch direkt aufsteigen können. Aber so ist es natürlich netter. So eine schöne Melodie. Epona scheint sie auch zu mögen. Also gut, Epona ist jetzt sauber. Geht heim, ihr beiden. Aber macht mir keinen Unsinn, verstanden, Q-Rex? Ja, in Ordnung. Du bist offenbar meine Mama. Dann sag mir mal, was ich zu tun und zu lassen habe. Und ich reite derweil heim. So, okay, wir haben jetzt Epona hier. Die ist nicht ganz so beweglich. Ihr seht, ich musste rückwärts einparken.
Ich kann damit natürlich schneller reiten, ich kann über Zäune springen und ich kann ihr die Spuren geben, wie ihr da unten seht. Sechsmal. Und dann passiert das hier. Ich reite einfach schneller. Ist also eigentlich ganz gut steuerbar, wobei ich auch finde, dass, dass eben die Steuerung selbst, also die Lenkung, dieses Umdrehen, genau das hier, jetzt habe ich versucht umzudrehen, das ist ein bisschen hackelig, aber ich glaube, das ist auch irgendwie Absicht, weil man damit Aufgaben verbinden kann. So, wir sollten jetzt erst einmal zu diesem Typi gehen, dem ich helfen sollte bei der Arbeit. Und wir haben unser erstes Dorf. Ich weiß gar nicht, Ordon heißt das, Ordon. Und ihr hört sofort die Melodie. Oh, da ist ein Schwertmeister. Oh, Schwertmeister, bring mir was bei. Das ist ja der Typ von eben. Die Melodie erinnert sehr, sehr, sehr an das Kakariko-Thema. Ist also ganz, ganz typisch Zelda. Erinnert natürlich ganz stark an Ocarina of Time. Und jetzt gehen wir erstmal hier hin. Hallo, wir reden mal mit euch. Oh, Q-Rex, du wolltest dich ja gerade zur Weide, um die Tiere zusammenzutreiben, oder? Ja, natürlich. Ich habe auch gerade den Laden zugemacht. Ich wollte sowieso nicht bei dir einkaufen, Moppelchen. In letzter Zeit kommen die Affen bis ins Dorf und bringen hier alles durcheinander. Das macht mir irgendwie Sorgen. Ja, mir auch. Wenn die Waren gestohlen würden, wäre das eine Katastrophe. Deshalb passe ich auch immer auf, dass alle Türen abends abgeschlossen sind. Auf meinen Mann kann ich mich bei so etwas ja leider nicht verlassen. Oh, du bist aber eine ganz schöne Zicke, ho? Ach was, oder Papa? So ein Äffchen kannst du doch bestimmt auch fangen, stimmt's? Naja. Okay. Aber, entschuldige, jetzt habe ich dich aufgehalten. Ja, das stimmt. Ich wollte eigentlich gerade weiterreiten. Hast du was für mich? Los, geh schon. Du hast schließlich etwas zu tun. Ja, und du nicht. Mann, alle haben Feierabend. Nur der arme Link, der hat noch was zu tun. Na gut, er saß bis eben faul rum. Ist ja kein Wunder, dass er jetzt ein bisschen was nachholen muss. So, ich weiß zufällig, dass wir jetzt noch nicht in die Häuser reinkommen. Deswegen werde ich mir die Zeit sparen und euch nicht mit irgendwas belästigen, was ihr gar nicht sehen wollt. Sondern ich rede einfach noch mit den Leuten hier. Ah, Q-Rex. Ich mache gerade eine ganz tolle Angel für dich. Ich muss sie nur noch anmalen, dann ist sie fertig. Du kannst dich ja schon mal drauf freuen. Wehe, die wird rosa. So, was sagt die andere da? Ich glaube, ich muss mal absteigen eben. Nein, da hatte ich sie ganz kurz. Ja, jetzt. Oh, du bist ja schwanger, hä? Guten Abend, Q-Rex. Ein wundervoller Sonnenuntergang, findest du nicht auch? Ja, das letzte Mal, als ich den mit dir genossen habe, ist das draus geworden. Keine so gute Sache. Lass uns lieber über was anderes reden. Übrigens, danke, dass du meinen Mann immer so zur Hand gehst. Ja, dir ja auch, ne? Du bist ihm wirklich eine große Hilfe. Aber sag, willst du etwa jetzt noch auf der Weide arbeiten? Ja, natürlich. Dein Mann ist da, wir haben keine Zeit füreinander. So, hallo Mann. Hey. Du kommst gerade richtig, Q-Rex. Ich hatte eben ganz vergessen, dir zu sagen, dass mein Sohn Colin eine Angel gebastelt hat. Ich glaube, er wäre froh, wenn du sie manchmal auch verwenden würdest. Das mache ich gerne, er hat sie mir aber nicht gegeben. Er möchte sie nämlich noch rosa anmalen. Im Moment hat sie meine Frau. Aber komm doch einfach morgen bei uns vorbei und hol sie dir ab. In Ordnung, mache ich. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier lang. Ach so, da ist noch was. Also, Moment, das muss ich euch noch... Na, obwohl, das zeige ich euch nicht. Es gibt natürlich wieder Hühnchen. Ich frage mich, ob die auch wieder diesen Multi-Angriff können. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Ich kann sie aber auf jeden Fall ärgern, indem ich sie aufsammle. Das wird spaßig. So, reden wir mal. Oh, Q-Rex. Du gehst wohl auf die Weide, um Fahrt zu helfen. Der heißt Fahrt. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Er ist übrigens schon oben auf der Weide. Nun gut, erledigt eure Arbeit schnell, bevor die Sonne untergeht. Okay, wir probieren das mal. Die Sonne geht natürlich jetzt nicht einfach so unter, aber wir wollen mal hier nicht so ewig brauchen. Die Parts übrigens werde ich auf 20 bis 25 Minuten auslegen und hoffe, dass ich da keine Überlänge machen muss. Aber das muss man eben ausprobieren, bei solchen Spielen ist das ja manchmal etwas schwer einzuschätzen. So, wir sind auf der Weide und da sind Ziegen, die sehen eher aus wie irgendwas Außerirdisches. Aber es ist hier Fantasy, da darf man das. So, gehen wir mal auf die Weide. Alles klar. Tut mir leid, Q-Rex. Du musstest dich wohl ziemlich beeilen. Geht eigentlich. In letzter Zeit sind die Tiere so unruhig. Sie wollen einfach nicht mehr tun, was man ihnen sagt. Ja, vielleicht, weil sie dich nicht verstehen. Die sprechen ziegisch. Aber wenn Epona dir hilft, kannst du sie sicher schnell zusammentreiben. Also gut, es ist schon spät. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich mach das mal. Gut. Wunderbar, treibt die Ziegen ganz einfach alle in den Stall. Gut, das mache ich.
Und zwar muss ich jetzt das einfach so machen, dass ich die nicht noch weiter auseinandertreibe, sondern möglichst hier am Rand entlang reite. So habe ich das zumindest das letzte Mal gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Und dass sie dann eben auf das Haus zureiten. Na komm, geht schon. Na, das ging das letzte Mal noch etwas besser, sogar beim ersten Ausprobieren, denn jetzt sind sie nicht alle zu losgeritten. Na komm, geht rein, geht rein, geht rein. Jawohl, da ist schon die erste drin. Ich nehme mal an, also jetzt wird noch nicht so richtig was dazu gesagt, bis auf, dass ich 10 Ziegen reinbringen muss. Ich schätze mal, ja, jetzt geht's los mit dem Ärger. Ich schätze mal, wenn man schnell genug ist in einem späteren Minispiel, dann wird man da bestimmt auch mal ein Herzteil oder sowas einsacken können. Aber jetzt geht es noch nicht so wirklich auf Zeit. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. So. So, das war nicht so schlimm wie gedacht. Das haben wir bestimmt nicht zum letzten Mal gemacht. Und auch dann wäre es gelacht, wenn es nicht so richtig kracht. Q-Rex, Epona, vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Morgen schaffe ich es bestimmt wieder alleine. Ja, ganz bestimmt. Du saßt die ganze Zeit nur rum. Hast ja nicht mal ein Pferd. Versager. Und du kannst dir jetzt einen ruhigen Abend machen. Danke, war auch ganz schön anstrengend. Oder hast du ein wenig Zeit? Nein. Willst du vielleicht mit dem Pony ein wenig Springreiten üben? Nein. Warte einen Moment. Ich stelle dir nur ein paar Hindernisse auf. Einen Moment? Hallo? Das ist ein Riesengebiet. Willst du hier... Also wenn der hier jetzt das umbaut... So, fertig. Du kannst jetzt loslegen. Mann, der ist ein schneller Handwerker. Der sollte vielleicht nicht Ziegen hüten. Wenn du genug hast, spring einfach über das Tor und reite nach Hause. Okay, ich zeige euch das nur ganz kurz. Also man kann jetzt hier über diese Hindernisse eben springen. Es klappt nicht immer perfekt. Manchmal bleibt man so ein bisschen hängen. Vor allem, wenn man über die Mitte, also über diese Pfosten springt. Aber so im Allgemeinen geht das schon ganz gut. So, genau. Und ja, jetzt könnten wir das noch 2 Jahre lang üben. Aber ich denke, wir machen das nicht. Wir reden nochmal ganz kurz mit dir. Oh, das wollten wir gar nicht. So, rede mit mir. Geht es nicht? Nee, ich glaube, ich kann... Doch, jetzt kann ich. Es gibt nichts Besseres, als mit dem Pferd über ein Hindernis zu springen, findest du nicht? Käsekuchen vielleicht? Hallo? Dafür musst du aber kurz vor dem Hindernis mit dem richtigen Timing A drücken, um das Pferd schneller laufen zu lassen. Übrigens, wenn du genug hast, spring einfach über das Tor und reite heim. Das Aufräumen kannst du ruhig mir überlassen. Ja, das kannst du wohl. Sieht so ein bisschen aus wie so eine griechische Statue, finde ich, mit seiner großen Nase. Cooler Kerl. So. Also, in dem Stall gibt es, glaube ich, auch nichts. Zumindest habe ich da das letzte Mal nichts gesehen. Und jetzt gehen wir mal schön nach Hause. Tschüssi. Ist ja auch schon dunkel. Ist die Sonne also doch nochmal untergegangen. Voll schade. Ich mag dich, Sonne. Schade, dass du weg bist. Und wir können zwischendurch speichern. Ihr seht, ich bin immer so ein bisschen fummelig hier mit dem Ding. Wir speichern mal eben ab. Ich hoffe, ich gewöhne mich noch ein bisschen dran. Meine große Furcht ist, dass es später Geschicklichkeitsspiele mit dem Bogen geben wird und ich damit zielen muss. Das ist eigentlich ganz cool. Ich habe einen Cursor für euch jetzt. Yeah! Aber, ja, plus, natürlich, mach doch. Aber solche Bogenschießspiele wie in Ocarina of Time, wo man zum Beispiel vom Pferd schießen muss, das wird bestimmt Stressomatrisaurus Rex. So. Hallo, ihr drei. Hallo, was macht ihr? Hey, Q-Rex, wach auf! Draußen ist es schon ganz hell. Oh Mann, immer wenn ich gerade keine Hose anhab. Warum wird er ständig aufgeweckt? So eine Frechheit. Na gut, das hier ist seine kleine Bude. Hier wohnt er also. Die kenne ich natürlich auch schon. Ja, ne. Und Jungrunk. Und hier könnte ich raus. Es geht hier noch weiter. Moment mal. Doch, irgendwo hier geht es noch weiter nach unten, genau. Ich weiß nicht, was es bringt, denn dort unten ist es stockfinster. Ui, bonk. Man sieht hier eine Karte. Hat man ja... Also ihr seht das ja auf der Karte. Wenn es dunkel ist, kommt die noch mehr ins Blickfeld. Ich weiß aber nicht, was es hier unten gibt. Also vielleicht kommt da später irgendwas. Jetzt scheint es aber nicht so zu sein, dass da irgendwas ist. So, gehen wir mal schön hier hoch. Dopp, 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 dopp. Das war anstrengend, so, alles klar. Und jetzt wollen wir mal hier rausgehen. Und die anderen begrüßen. Das kleine Trio da, ein Kindertrio. So, sind offenbar meine Freunde, das heißt, ich bin kein Soziopath, ich habe Freunde. Und ich rede mit denen, sind allerdings alle jünger als ich. Denn ich muss ja der Coolste sein. So, hallo. Hey, Q-Rex, hast du schon gehört? Im Laden im Dorf kann man jetzt eine Schleuder kaufen. Stell dir nur vor, eine Schleuder. Boah. Ich wüsste nur so gerne, wie viel Wucht dahinter steckt. Taro, Maru, wenn ihr unbedingt so eine Schleuder haben wollt, dann kommt doch einfach in unseren Laden und kauft euch eine.
Sag mal, Betty, weißt du eigentlich, was so eine Schleuder kostet? Kannst du nicht deine Mama fragen, ob sie uns einmal ausleiht? Du spinnst wohl. Wenn du eine Schleuder willst, leg doch mit Taro zusammen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Aber das schaffen wir doch nie. Ich wünschte, unsere Eltern hätten keine blöde Mühle, sondern lieber ein paar coole Schleudern für uns. Okay, die wollen alle eine Schleuder? Bitte, Betty, nur ansehen. Die Schleuder aus dem Laden. Wenn das nicht geht, können wir tauschen. Du wohnst in der Mühle und wir wohnen bei deinen Eltern und können immer in den Laden. Ruhe! Okay, also die streiten um die Schleuder. Die Schleuder kann ich natürlich dann selbst kaufen. Das wird einer meiner ersten Gegenstände. Aber jetzt geht das noch nicht. Ach, du bist ja auch da. Hallo. Gibst du mir die Angel jetzt? Du, Q-Rex, heute hast du doch frei, oder? Und die Angel, die ich gebastelt habe, ist jetzt auch fertig. Ja, her damit. Eigentlich wollte ich sie dir schon heute Morgen geben. Es ist doch morgen, oder? Aber Papa meinte, ich soll warten, bis du sie dir selbst abholst. Ah, dein Papa ist doch ein Arsch. So, also sage ich ihm jetzt nicht gerne oder ihr oder es, aber es ist ein Arsch. So, auf die Angel freue ich mich. Das wird bestimmt witzig. Angel, Schleuder, so viele Gegenstände, die einfach bezirzend und bezaubernd sind. Wir gehen jetzt noch ganz kurz ins Dorf hinein. Obwohl ich in dem Part nicht mehr viel machen kann. Das meiste vom Dorf schauen wir uns einfach das nächste Mal an. Was meint ihr? Ja, alles klar. Hallo. Oh, guten Morgen, T-Rex. Und? Heute deinen freien Tag? Ja, ist heute frei. Ich muss heute das Lager füllen, sagt meine Frau. Siehst du, auf den Bäumen, wenn du mit Hilfe von C die Perspektive wechselst, kannst du es mit dem Stick oder dem ganz leicht erkennen. Dieses Bienennest da oben kann man sicher ganz leicht herunterbekommen. Seit gestern ist unser Kater weg. Zaira ist ganz niedergeschlagen. Ich muss sie irgendwie ablenken. Ja, mach hier doch einen Kuchen. Käsekuchen? Hallo? Warum denkt eigentlich niemand an den Käsekuchen? Also ich kann da jetzt hochklettern, aber es bringt mir noch nichts. Also in den Ranken hier, an diesen Beinranken kann ich hochklettern. Wenn ich allerdings den Bienen zu nahe komme, greifen die mich an. Und dann muss ich mich ins Wasser flüchten, also ins tiefe Wasser da hinten. Und deswegen kann ich das noch nicht machen. Oh ja, hallo. Red mit mir, Schwingi. Ah, hallo Q-Rex. Mein Mann, der ist seit heute Morgen unterwegs. Wir haben Zeit füreinander. Ah, lieber nicht, das letzte Mal ist das echt schief gelaufen. Aber etwas ganz anderes, Q-Rex. Du hast nicht zufällig einen Weidenkorb im Fluss treiben sehen, oder? Moment mal, hast du dein Baby verloren? Ist dein Baby den Fluss runtergetrieben? Oh Mann. Einen geflochtenen Korb? In dem man zum Beispiel ein Baby legen kann? Die hat echt ihr Baby verloren. Oh Mann, bist du dir sicher, dass du eine gute Mutter wirst? Bist du sicher, dass du das zweite auch noch austragen willst? Ich frage mich, wohin er wohl getrieben sein kann. Ja, flussabwärts, hallo? Und... Du fragst dich das ganz ruhig? Das Baby, das hat vielleicht Hunger? Das hat kein Stück Käsekuchen bei sich drin? Oh Mann! Also ich muss definitiv nach dem Käsekuchen-Baby suchen. Nach dem Beidenkorb suchen. Und das mache ich aber erst im nächsten Part. Jetzt gehen wir nochmal ganz schnell in den Laden rein. Und zwar ist das hier. Denn hier gibt es ja eine Schleuder. Oh, Schleuder! Und da drin sitzt dann die Zaira. Und das ist die dicke Ladenbesitzerin. Und die ist ganz traurig. Aber warum sie so traurig ist und was wir dagegen tun können, das, meine lieben Leute, erfahrt ihr nicht in diesem Part, sondern erst im nächsten. Jetzt erstmal hoffe ich, dass euch dieses Let's Play interessiert. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Mir auf jeden Fall. Deswegen hoffe ich auch, ihr helft mir und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin sage ich, ich kann euch leider nicht winken, denn ich habe viel zu kurze Arme. Deswegen muss ich sagen, tschüss und bis dann.